Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und wir sind wieder zurück bei Schreiben oder Bleiben. Nein, wir spielen natürlich Apple Story und ich freue mich immer noch total auf dieses Spiel und bin immer noch total gehypt. Ich habe jetzt gerade die letzten Folgen von gestern alle gerendert und jetzt habe ich wieder Festplattenspeicher. Jetzt darf ich endlich wieder weiterspielen. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich darauf gewartet habe, endlich wieder weiterspielen zu dürfen. Letztes Mal haben wir die ertrinkenden Hallen betreten. Und jetzt müssen wir den ertrinkenden Hallen hier so Rätsel lösen. Ja gut, hier habe ich ja gar keine andere Möglichkeit. Hier komme ich nicht durch, also kann ich nur so starten. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie es gehen könnte. Ich gehe erst hier hin, dann gehe ich hier hin. Dann gehen wir hier hin. Hier können wir ja nochmal drehen. Ja, alles klar. Ich glaube, ich ahne, wie es geht. Dann gehen wir hier hin. Hier stoppt er. Ah, jetzt machen wir das Ding wieder an. Hä? Okay. So. Aber auch nicht schlimm. Dann gehen wir hier hin. Gehen wir hier hin. Gehen wir hier hin. Gehen wir hier hin und dann gehen wir hier hin. Haha. Huch. Fuchs weiß nicht so ganz, wo er hin will. Ich muss mich erstmal gerade wieder ein bisschen in diese EFJI-Steuerung eingewöhnen, aber es wird schon gehen. She learned, the less she knew. Okay. Je mehr sie lernte, desto weniger, je mehr sie erfuhr, desto weniger wusste sie. Trapped. Okay. Frightened. She ran. Ja, ich muss rennen. Die haben irgendeine Schrift, die ich nicht kann. Die haben. I don't know who I am anymore. Mountains rose around her, looming, mocking, taunting. Da waren wieder so viele Gegner, die ich nicht machen konnte. Aber hier kann ich wieder ganz viel tippen. Eichel und Leiche. Naja, wenn es weiter nichts ist. So. Bisschen EP abgreifen, paar Sachen kaputt machen. Oh, guck mal, da lernen wir Wasserschrift. A light shone ahead. A light of power. As it cast her shadow, it soothed her. Calm descended like mist. Oh, gib mir Schreibmodus Eis oder Feuer, um zwischen den Magien zu wechseln. Echt jetzt? Achso, wenn ich Eis eingehe. Ah, okay. Oh, nee. Winterlich. Winternacht. Schneepflug. Oh, meine Güte. Och, nö. Ist das hier Wasser? Ja, okay. Deswegen kann ich aber immer noch nicht auf Wasser laufen. Kann ich jetzt hier wieder durch die Tür? Geht die wieder auf? Nö, okay. Was soll ich denn dann hier jetzt machen? Geht's hier rechts weiter? Ah ja, das sieht so aus. She learned to control the rising swell. The river need not run so fast, and she need not be carried with it. Ich überlege gerade, wie ich da hinten in dieses Ding da reinkomme. So nicht. Ich muss irgendwie in einen dieser. Ah ja, ich weiß. Ah, halt, dann kommt ein Gegner. Erstmal den Gegner. Was macht denn Eismagie? Ah, es friert die Gegner ein.
Das ist ja total gut und wahrscheinlich sogar besser als Feuermagie. Aber wenn ich jetzt noch zwischen den Magiearten wechseln muss in den Kämpfen, dann geht mir aber... Oh je. Achso, jetzt muss ich erst Feuer eingeben. Und dann kann ich Schmied eingeben und dann kann ich hier das hier machen. Oh, ein Fragment. Oh je, ich habe Angst vor allen Kämpfen, die jetzt kommen, ab sofort, wo ich Magiearten im Kampf wahrscheinlich wechseln werde müssen. Oh nein, ich habe jetzt schon nicht genug Augen für... Habe ich gerade Feuer an? Ja. Ich kann also gerade Bratapfel eingeben, alles klar. She dealt with the barriers one at a time. Das macht Sinn. Ein tolles Spiel. So, ich bin gespannt, was uns noch in diesem Dungeon alles erwartet. Hier hinten muss ich gleich wieder Eismagie anwenden. Also erstmal Eis getippt und dann Kältetod, natürlich. Das könnte man in der Schule als AG anbieten, als Schreib-AG. Da hätten die Kinder wahrscheinlich sogar Spaß dran. New challenges approached her. Ach nö. Ich wusste, dass das kommen würde. So ein Käse, viel wach, Glas, Wald, Fort, Eis, Wald, Ruhe, Sinn, Feuer, Weit, Eis, Haut, oh Gott. Da habe ich jetzt Button-Mashing getrieben. Ich habe einfach wild alle Tasten gedrückt und gehofft, die richtige wird schon dabei sein. Ich hoffe, ich mache das gut. But she would not be overwhelmed. Ohne Witz, ne? Nach jedem dieser Kämpfe lehne ich mich so in meinem Stuhl zurück und denke so... Macht ihr euch kein Bild von? Eismagie. Hält die Insekten länger auf. Das möchte ich gerne einmal leveln. Und das möchte ich gerne noch ein bisschen leveln, auch wenn ich alles andere auch gut finde. Aber irgendwann muss man die anderen Sachen ja auch weiterbringen. Gerade die Geschwindigkeit ist so angenehm... zum Leveln. Was haben wir gerade drin? Eismagie? Sehr schön. Geh nochmal zurück. Haben wir da hinten noch was übersehen? Wir müssen noch die eine Schatzkiste finden, die wir schon aufgemacht haben. Puh, ich wusste, dass wir mitten im Kampf irgendwann die Sachen werden wechseln müssen. Zum Glück ist das mit der Eismagie sogar noch ansatzweise einfach, weil die Eismagie ja die Gegner einfriert. Und man da relativ gechillt, weil man da relativ entspannt tatsächlich, oh, da hinten kommt ein Gegner, es quasi das Wort eingibt und dann weiß, der Gegner ist eine ganze Zeit lang auch tatsächlich eingefroren. Also es dauert ja relativ lange, bis sie da wieder rauskommen. Und da kann man sich dann doch relativ entspannt um die entsprechenden Gegner kümmern. Und insofern geht das schon ganz gut. Und dann kann man sogar sagen, ich schieße nur, vor allen Dingen, weil die auch andere Gegner hinter sich aufhalten, wie ich mitbekommen habe. Kann ich also wirklich hingehen und sagen, so hier, ich schieße jetzt mal auf diesen einen Gegner. Der hält die ganze Konga an, die da über diesen schmalen Weg hier nur kommt. Und dann kann ich erstmal auf der anderen Seite ein paar Gegner besiegen. Da ist es dann wieder so, weil es ja Feuer ist, muss ich nicht jedes Wort eingeben, sondern ich gebe nur einzelne Wörter ein und hoffe, dass der Rest der Worte verbrannt wird. Das ist aber schon, also, das ist schon nicht
wenig herausfordernd, wenn man das tatsächlich im Kampf alles gleichzeitig im Kopf macht. Achso, ich muss da unten hin, okay. Gut, 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 gut. Ich habe übrigens festgestellt, dass die letzten beiden Projekte beide etwas schwer tonmäßig zu rendern sind. Ich habe das dunkle Gefühl, mein Mikrofon wird bald den Geist aufgeben. Es macht auf jeden Fall irgendwelche Spirenzchen bei den Aufnahmen, dass es etwas schwieriger wird, den Ton richtig zu, also den Sprachenton richtig zu nachzubearbeiten. Und das macht mir ein bisschen Sorgen zurzeit. Ich hoffe, ich kriege das im Moment alles hin und das wird nicht schlimm. Aber naja, wenn doch, müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. Im Moment bin ich erstmal begeistert, dass ich die Eismagie gelernt habe. Und dass ich dieses tolle Spiel spielen darf. Oh, da hinten müssen wir wieder so ein Rätsel lösen. Gehen wir erstmal, kommen wir da überhaupt rein? Nee, die Tür ist mit Fragezeichen besetzt. Kommen wir hier? Na, so, ja, sicherlich, ganz bestimmt. Rein kommen wir. Ah, die Tür hier hat eine 7, die Tür hat ein Fragezeichen. Durch beide kommen wir im Moment nicht durch. Anscheinend kann man auf den Eisdingern doch so ein ganz kleines bisschen lenken. Aber es ist tatsächlich... Oh Gott. So much had happened here. So much had been lost. Ja, ich glaube, jetzt habe ich es verkackt. Gut, das bringt uns im Moment noch nicht so wirklich weiter, dass ich das hier geschafft habe. Kann ich vielleicht hier zwischen denen irgendwo hin? Naja, dann lande ich auch nur hier. Bringt mir das irgendwas? Nein, nicht wirklich. Ah ja, okay, so kann man tatsächlich ein bisschen was an Kontrolle zurückgewinnen. Indem man so halb offen... kann gerade mal eben hier hinten das Siegel aufmachen. Witzigerweise sind das auch immer Worte, die ähnliche Buchstaben benutzen. Also Gleise und Siegel ist ja doch sehr, sehr ähnlich. Nein, das war's nicht. Man kann halt so ganz leicht sich schon aufs Eis stellen und dann in die falsche Richtung rutschen und das zählt so als halbes Feld. Oh Gott, ich dachte gerade, ich lande auf dem Roten. Alles geht schief. Das ist gar nicht so leicht, dieses Rätsel. Ich glaube auch nicht, dass ich das gerade richtig mache. Ich glaube, ich glitsche mich gerade zu einer Lösung. Aber hey, was funktioniert, funktioniert. Ah, ich könnte natürlich mich auch schief rutschen lassen, ne? So. So, wo haben wir jetzt noch einen? Da. Den kann ich eventuell hinkriegen, wenn ich hier so lang rutsche. Schiete. Wie komme ich denn jetzt an das letzte Feld da? Ohne auf das Rote zu treten vorher. Ginge eventuell so, dann müsste ich nur wieder... Ja gut, das wäre nicht schlimm. Das wird funktionieren. Ich weiß zwar nicht, ob das die Lösung ist, die die Spieldesigner so angestrebt haben, aber sie funktioniert. Oh geil, eine riesige goldene Schatzkiste. Da ist bestimmt der Bumerang drin. Genau, das wollte ich. Genau so wollte ich das machen. So, da will ich hin. Das habe ich nämlich hier gefunden. Da drin ist ein Freibrief, mit dem ich an ganz viel Silberzeug komme. So, und jetzt geht es hier noch irgendwo weiter. War hier hinten noch irgendwie ein Weg oder irgendwas? Nee, ne? Nee, okay. Die Dinger da oben kann ich auch nicht irgendwie kaputt schreiben. kaputt schreiben. Dann werde ich wohl erstmal hier hin müssen. Das ist ganz schön brisk hier. Brisk.
Wann habt ihr das letzte Mal in eurem allgemeinen Sprachgebrauch das Wort brisk benutzt? Habe ich mir gedacht. Genauso oft wie ich also. Sehr schön. Da haben wir wieder ein Rätsel gelöst. Boah, Alter, aber die Rätsel werden auch nicht leichter. Ich fürchte, irgendwann bin ich zu doof für die. Wofür ich nicht zu doof bin dieses Mal, ist rechtzeitig nach etwa 15 Minuten die Folge zu beenden. Hahaha, euer Pech. Liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sagt ciao, ciao.